Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Chris an. Dieser hat über GetCryptoTab geschrieben, welches er mit 4,6 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. CryptoTab Review, CryptoTab Mining im Test, Erfahrungsbericht. Bitcoin haben inzwischen das Netz übernommen. Man fühlt sich schon fast rückständig, wenn man nicht selbst welche besitzt. Aufgrund des Aufbaus von Bitcoin als einzigartige Kette von Codes kann man den Bitcoin auch minen bzw. abbauen. Dabei stellt man einfach nur Rechenleistung zur Verfügung und bekommt als Gegenleistung minimalste Bruchstücke des Bitcoin. Aber normalerweise benötigt es neben hochleistungsfähiger Hardware an Computern und Grafikkarten auch noch raffinierte Software. Es ist also weder billig noch einfach für einen Normalverbraucher mit dem profitablen Bitcoin-Mining anzufangen. CryptoTab bietet einen Service an, der möglicherweise all den billigen, aber noch zurückhaltenden Minern eine erste Chance geben könnte. Ob sich CryptoTab wirklich lohnt und warum man viele Freunde mitbringen sollte, zeigt mein persönlicher Test. Was ist CryptoTab? CryptoTab ist ein Unternehmen aus Massachusetts. Seit frühem 2017 sind sie im Bereich Kryptowährungen und Kryptomining tätig. Sie agieren weltweit und bieten ihre Dienste jeder Art von Zielgruppe an. Ihre Hauptpartner sind Google Chrome. Wie funktioniert CryptoTab? Das einzige Produkt, das CryptoTab anbietet, ist eine App. Sie heißt ebenfalls CryptoTab und ist ausschließlich im Google Chrome Store zu erhalten. Das heißt, um CryptoTab nutzen zu können, braucht man einen Chrome-Browser. Dieser ist kostenlos. Die Software arbeitet als Mining-Rechner. Es ist eine Art Software, welche den Computer in eine Mining-Maschine verwandeln kann. Und genau das macht es auch. Durch die App wird Rechenleistung des Computers genutzt, um damit Monero abzubauen. Monero ist eine sehr beliebte Kryptowährung, welche auch unter dem Kürzel XMR bekannt ist. Solange der Computer an ist und der Google Chrome Browser geöffnet, arbeitet CryptoTab im Hintergrund und baut Kryptowährungen ab. So einfach kann man an eine eigene Kryptomine kommen. An wen gehen die Gewinne? Alle Gewinne gehen vorerst an CryptoTab. Man selbst bekommt davon einen guten Teil. Aber anstatt von Monero wird man in Bitcoin bezahlt. Dies aus dem einfachen Grund, dass Bitcoin die bekannteste und beliebteste Kryptowährung ist. Dabei werden alle Gewinne direkt und zum aktuellen Kurs getauscht. Der eigene Gewinn wird in einer Wallet bei CryptoTab aufbewahrt, bis man das Minimum von 0,004 BTC erreicht hat, um sich auszahlen zu lassen. Dann kann man die Profite ganz einfach auf eine eigene Bitcoin-Wallet bewegen lassen. So bleibt man selbst anonym und alle Transaktionen verlaufen sicher und schnell. CryptoTab erlaubt schnelle Gewinne und teilt fair. Kann man den Miner auch wieder abstellen? Das Programm arbeitet nur so lange, wie auch Google Chrome geöffnet ist. Man muss es nicht jedes Mal neu aktivieren, das geschieht automatisch. Jedoch gibt es noch weitere Optionen in der App. Man kann in der Leistung, die dem Programm zur Verfügung gestellt wird, zwischen Low, Normal und High variieren. So ist es möglich, das Mining-Programm der Stärke des Computers anzupassen. Sollte man einmal etwas Anspruchsvolleres machen, das mehr Leistung benötigt, lohnt es sich ebenfalls, die App zu drosseln. Man kann den Miner auch komplett ausschalten oder das Programm einfach wieder löschen, wenn man möchte. Ist CryptoTab kostenlos oder gibt es versteckte Gebühren? Das Schöne an CryptoTab ist, es ist vollkommen kostenlos. Man bezahlt nichts, um die App herunterzuladen und laufen zu lassen. Es gibt auch keine Premium-Version oder andere käufliche Vorteile. Man sollte nur bedenken, dass durch die erhöhten Leistungsanforderungen der Stromverbrauch des Gerätes, mit dem man arbeitet, etwas höher als üblich ausfallen kann. Wie viel kann man gewinnen? Da es sich hier um ein komplett kostenloses Programm handelt, ist es logisch, dass die Gewinne nicht allzu hoch sind. Bei normalem Verbrauch von 1 bis 4 Stunden am Tag kann man zwischen 1 und 3 Cent in Bitcoin bekommen. Steigen die Bitcoin-Kurse, so steigt natürlich auch der letztendliche Gewinn. Aber dafür, dass das Programm im Hintergrund läuft und man nichts tun muss, ist es kein schlechtes Angebot. Möchte man aber unternehmerisch noch etwas mehr Gewinn machen, lohnt es sich vom Affiliate-Programm Gebrauch zu machen. Das CryptoTab Affiliate-Programm. Idealerweise bietet CryptoTab auch ein Affiliate-System an. Das heißt, wenn man CryptoTab anderen Leuten empfiehlt, erhält man eine Provision. In diesem Fall geht das sogar bis in die 10. Ebene. Man muss nur den persönlichen Anmeldelink weitergeben und schon wird man vergütet, sobald sich jemand CryptoTab über den Link herunterlädt. Das Ganze läuft so lange, wie die Partner die App nutzen. Man bekommt jeweils einen prozentualen Anteil auf alle Mining-Ergebnisse der Freunde berechnet. In der ersten Ebene 15%, in der zweiten Ebene 10%, in der dritten Ebene 5%, in der vierten Ebene 3%, in der fünften Ebene 2%, in der sechsten Ebene 1%, in der siebten Ebene 0,5%, in der achten Ebene 0,25%, in der neunten Ebene 0,125% und in der zehnten Ebene immerhin noch 0,0625%. 0,25% von 1 bis 2 Cent am Tag klingen erst einmal nicht viel. Auch 15% sind kaum besser.
Aber man muss das große Bild sehen. Würde man selbst 5 Freunde zu CryptoTab einladen und jeder, deren Freunde würde noch 4 hinzufügen und das dann bis in die 10. Ebene, so hätte man ein Monatseinkommen von über 5000 Euro. Da es sich hier um ein kostenloses, aber geniales Produkt handelt, sollte es also gar nicht so schwierig sein, es gut zu vermarkten. Kann das Mining Probleme bereiten? Viele Leute haben Bedenken, dass Programme wie CryptoTab zum Überhitzen des Computers führen oder dessen Leistung einschränken könnten. Diese Bedenken sind nicht unbegründet, da der Rechner ja viel mehr arbeiten muss. Jedoch kann man, wie vorhin schon beschrieben, die Stufen regulieren, mit denen das Programm schürft. So kann man besagten Problemen geschickt aus dem Weg gehen. Mein MacBook Pro aus dem Jahre 2014 kommt mit der maximalen Leistung jedoch vollkommen klar, ohne irgendwelche Anzeichen von Schwäche oder Überhitzung. Ein weiteres mögliches Hindernis ist, dass es die Website und App nur auf Englisch gibt. Jedoch sollte auch das kein zu großes Problem sein, denn man braucht die App nur beim Installieren einmal einzurichten. Danach läuft alles automatisch. Meine CryptoTab-Erfahrungen. CryptoTab Review. Persönlich nutze ich CryptoTab täglich. Jetzt in diesem Moment läuft die App im Hintergrund und verdient Geld für mich. Schon seit Mitte 2017 arbeite ich mit CryptoTab und habe seitdem insgesamt mehr als 150 Euro Profit gemacht. Vor allem, da sich der Bitcoin Ende 2017 im Wert vervielfachte, erfuhren auch meine Mining-Ergebnisse einen guten Aufstieg im Wert. Aber noch viel interessanter ist das Affiliate System. CryptoTab ist ein Produkt, welches ich gern und mit gutem Gewissen vertrete. Man investiert nichts, also kann es sich nicht um ein Schneeballsystem handeln. Viel eher profitiert man vom Mining und vom Weitersagen. So sind wir zu einem Netzwerk mit über 1500 Leuten allein unter mir geworden. Das generiert mir in etwa 200 Euro im Monat. Ohne viel Arbeit habe ich also ein passives Einkommen aufbauen können, welches ständig wächst. Und nebenbei bin ich auch noch im Bereich Crypto Mining tätig. Und dabei ist das Produkt völlig kostenlos, also eine Win-Win-Situation. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.